Hallo, hallo, ihr Menschen da draußen, willkommen zurück zum Finale von I Am Fish. Ich habe das Finale schon mal angezockt, ja, und ich nutze den Loading Screen gerade dazu aus, um euch zu erklären, warum ich Vorkenntnisse habe, warum das Finale begonnen wurde und warum ich mich da jetzt schon auskenne. Okay, warum habe ich das Finale, wie ich es aufgenommen habe, nicht genommen? Den Take. Einerseits, weil mein Vater reingekommen ist. Ja, natürlich hätte ich schneiden können. Das ist mir sehr bewusst. Aber ich war auch schon so müde. Also wirklich, die ganze Aufnahme bin ich... da schwimme ich darüber. Ah, wo kann ich jetzt hinschwimmen? Ich finde nicht mehr weiter. Boah, nervt das! Im Endeffekt war ich genau so gelaunt und das wollte ich euch eben nicht antun. Ich sollte mir angewöhnen, dass ich nicht mehr länger als 1 oder 2 Stunden aufnehme, weil dann meine ganze Energie vom Reden, was normalerweise eigentlich meine Art von den Videos ist, dann komplett abgeht. Komplett, ja. Sicher bin ich oft stellenweise genauso konzentriert und werde deswegen dann vom Commentary oft zu langsam dann. Warum lädt das jetzt so extrem lange? Das nervt ein bisschen gerade. Und ich fange wieder an, pessimistisch zu werden. Nein, alles gut. Im Endeffekt, weil ich euch das erklärt haben, hat sich für mich dann eben nicht gelohnt, die Aufnahmen dann zu behalten. Ich dachte mir, das kann ich euch nicht antun. Außerdem sparen wir uns ein bisschen Zeit. Ja. Wir sind hier in einem Aquarium und wieder getrennt von unseren Freunden. Und Greg ist diesmal auch da. Das Ding ist, ich habe herausgefunden während des Spiels vom Finale, dass man, wenn man zuerst schwimmt und dann sehr viel Erfolg hat. Nein, man muss halt immer erst Schwung aufbauen und durch Schwimmen baut man meistens mehr Schwung auf als durch alles andere. Aber im Endeffekt bin ich gerade zu dumm, den Sprung zu schaffen. Okay. Das sollte man meinen, der Typ hat das eigentlich schon mal gespielt, ja, hatte schon. Ich war auch schon relativ weit und das Gute ist, ich brauche jetzt nicht mehr 10 Jahre überall suchen, wie was weitergeht, ja, weil das war einfach anstrengend. Ich glaube, das ist manchmal ist es smart, wenn man einfach nur von tief unten, ja, in dem Fall zum Beispiel, nein, da geht es nur in ein anderes Aquarium, ich glaube, da gibt es ein Brotstück, aber mehr auch wieder nicht, aber da müssen wir erst wieder diesen Sprung machen. Ich kenne mich da nämlich schon ein bisschen besser aus mittlerweile. Aber ihr könnt, ich kann euch schon mal verraten. Ich meine, ihr könnt es euch vielleicht eh schon denken. Aber euch erwartet auf jeden Fall noch eine Überraschung in diesem Finale. Ja. Boing. Ja. Weil ihr habt ja, weil jedes Level hat ja eigentlich ein Bild von dem Fisch, den man spielt. Und ja, ihr habt das Bild ja gesehen. Ne? Aber Bernie, worauf willst du hinaus? Ja, die meisten wissen es eh schon. Und wenn nicht, dann sei gespannt einfach. Ist eh viel besser. Und boing. So. Das erinnert mich an das Kofferlevel. Das hat mich eigentlich getiltet und deswegen wurde ich dann auch so müde und lebensmüde im Endeffekt. Weil ich gar keinen Bock mehr hatte. So. Aha. Hier ein Glas. Boing. Oh, an das kann ich mich aber schon gar nicht mehr erinnern, tatsächlich. Dass das im Finale vorgekommen ist. Okay. Ich dachte, also ganz... Hä? Bin ich dumm? Ich habe jetzt leider meine Aufnahmen schon gelöscht, weil ich nicht... Hä? Bin ich einen anderen Weg gegangen? Ich habe meine Aufnahmen leider gelöscht, weil ich immer so geringen Speicher frei habe. Ich muss mir extra mal eine Aufnahmefestplatte holen. Aber ich konnte mich nicht daran erinnern, dass wir ein ovales Glas, weil ich habe einmal in der Aufnahme gesagt, daran kann ich mich noch gut erinnern, dass ich dieses Glas vermisse. Aber okay, schön. Schön, dass wir hier nochmal in diesem Glas herumreisen. Ich glaube, ich gehe da einfach gerade wirklich einen legit anderen Weg. Vielleicht hätte es da noch ein anderes Glas irgendwo gegeben. Egal. Kann man nichts machen. Ich finde, ich genieße gerade. Habt ihr wieder Ansehen-Content quasi.
Also, ich konnte mich nämlich erinnern, dass ich schon mit einem Glas da noch war, aber in einem runden, nämlich, weißt du? In einem runden Glas habe ich nämlich dann. Also, das erzähle ich gleich. Das werdet ihr sowieso ohnehin noch sehen. An die Stelle kenne ich ja. Ah, ich bin von wirklich legit von der anderen Seite. Also da, wo das Gegenüber ist jetzt gerade. Von dort bin ich gekommen. So richten die Lebenden und die Toten. Ah, was? Und lenken. Ich vermisse die Zeit, wo ich bei jeder Lenkung mit dem Glas geschrien habe. Tense Drifterin! Das vermisse ich. Weil das war nicht die Schülerzeiten noch. Aber das habe ich. Also ich feiere das gerade ein bisschen. Ups. Wenn ihr da reinschaut, dann seht ihr es eh schon. Aber kann ich, wenn ich in die andere Richtung springe, gibt es da irgendwo das runde Glas? Mit dem bin ich sicher besser. Egal. Man nimmt das. Man nimmt das, was man bekommt. So war das schon immer und so wird es auch immer bleiben. Okay. Ich brauche sowieso dieses Glas nochmal, also als Revue quasi. Weil das Spiel, für mich ist dieses Glas 10-mal cooler, weil es einfach, keine Ahnung, es ist ein bisschen schwieriger zu spielen, finde ich. Also, das andere ist auch nicht gerade leicht, weil man bedenkt, dass man da, wenn man bedenkt, dass man da viel schlechter bremsen kann, finde ich. Also, der Bremsweg ist so lang. Und, ja. Ich glaube, wir töten gerade einen Fisch. Aber ich komme sonst nicht weiter. Ah, sterb einfach. Alles gut. So, auf jeden Fall vermisse ich die Zeit, wo ich da noch so hyped war für das Spiel. Es ist immer noch so geil. Ich feiere es immer noch und ich will eigentlich unbedingt das Ende sehen, was halt irgendwie eigentlich nicht Ziel eines Spiels sein sollte. Ich will ja gar nicht, dass es zu Ende geht. Aber es hat eben so eine süße Story. Es ist einfach unglaublich. Weißt du, glaubst du, es hat schon das Happy End, weil alle Fische zusammengefunden haben? Und dann glaubst du, es kommt noch irgendein Spaßlevel im Ozean oder so? Und auf einmal kommt irgend so ein Mensch und vernichtet deine ganze Existenz. Ah, es ist halt ein langer Weg für das Glas. Und was halt auch nervt, sind die Dinge, die im Weg liegen am Anfang. Weil wenn die nicht wären, dann wäre es nicht so ganz so schlimm. Dann könnte man sich da viel schneller durchbewegen. So. Aber ich wollte so. Ich wollte ja dieses Glas. Das habe ich selbst gesagt. So. Blöde Schreibtischlampe. Jetzt komme ich da wieder nicht vorbei. Ah, manchmal könntest du Mäusekinder kriegen. Mäusekinder fahren. Manchmal könnte man wirklich das zum Mäusemelken. So. Nicht über die Tastatur, ich kann sie auch nicht wegschieben. Das Ganze könnt ihr jetzt bei mir beim finalen Let's Play sehen, ja. Bei der finalen Folge vom Let's Play sehen, ja. Das ist schön. Ich freue mich, dass ihr seht, wie ein Fisch gegen ein Glas drückt, um über eine Tastatur zu rollen, die eigentlich um 2 mm weiter rechts stehen könnte, dass mir 5 Minuten meines Lebens erspart blieben, aber okay, nein, ist halt nicht so. 5 Minuten meines Lebens, die sind schon. Also ganz ehrlich, auf den Fisch kann ich keine Rücksicht nehmen, weil ich das selbst auch irgendwie durch muss. Ja, es hilft einfach nichts. Kann ich wirklich nichts für, sorry, Kollege. Aber ich muss sie da, glaube ich. Ab diesem Zeitpunkt muss ich mir mehr Zeit lassen, sonst muss ich diese Stelle immer wieder machen. Ja, genau so ist das. Ja, Leute, wie geht's eigentlich? Wie geht's euch? Alles gut? Alles frisch? Ich muss jetzt wieder ins Studium starten. Deswegen habe ich eigentlich Bock wieder auf ein Horror-Game. Weil ich spiele eigentlich dann immer Horror-Spiele, wenn ich gerade. Was heißt down bin, aber wenn ich mich ein bisschen ablenken möchte, weil ich denke mir, Studium muss sein, genauso wie wenn man jetzt arbeiten gehen müsste, wieder nach dem Urlaub, dann denke ich mir wieder, das muss sein, ja.
aber ich möchte nicht die ganze Zeit dran denken. Und die Zeit, also was heißt, die Anfangszeit, wo es noch nicht so stressig ist, möchte ich dann immer ein bisschen noch genießen, also mich ablenken. Und dann, bis dass ich dann drin bin, dann geht es eh wieder voll. Aber wie gesagt, da möchte ich einfach zuerst immer ein bisschen. Dann spiele ich oft zu Horror-Let's Plays, wo ich mir wirklich komplett in die Hose scheiße. Und dann denke ich mir so: geil, Bruder, das ist genau das, was ich gerade wollte. Weil es mich da einfach wirklich ablenkt und diese Ablenkung hilft mir einfach dabei, dass ich dann wieder ganz normal und motiviert. Also, dass ich diesen Übergang, wo man halt gerade überhaupt keinen Bock hat und wo man vielleicht mal sich wieder denkt, was ist, wenn das Semester giga schwer wird und so, dass man diesen Übergang ein bisschen leichter gestaltet. Ja, das ist auch schon alles. So. Hallo, schau mal, wir haben jetzt unseren Freund gefunden und können mit dem. Wir können hin und her switchen. Hallo, ich bin Akulfisch. Und zwar können wir das dann, also wie ihr es schon erahnt, sind 3 und 4 nicht zufällig hier. Es hat sich gereimt. Sondern mit denen kann man dann eben. Also man kann eben in dem Level auch noch die anderen Fische finden. Ja, also, was für ein Wunder. Was für ein Wunder. Oh Wunder, oh Wunder. Okay. Aber nichtsdestotrotz, wir spielen das Ganze jetzt relativ auf Speedrun-Niveau. Nein, Speedrun-Niveau nicht. Also wir werden Sprünge verkacken, wir werden oft mehrere Anläufe brauchen, aber zumindest weiß ich die Rätsel, also die Lösung der Rätsel, kenne mich da relativ gut aus. Wo ich hin muss und so weiter und so fort. Und ja, hier zum Beispiel kann man hoch. Ja. Da kann man den Goldfisch reinlassen. Aber gut, ich meine, solche Dinge, die habe ich auch beim ersten Mal. Also, die sind ja wirklich nicht schwer. Das sind die offensichtlichen handfesten Beweise, die einfach jeder hat. Ja. Was heißt handfesten Beweise? Aber ich meine, das sind diese Dinge, die wirklich halt, die man einfach checkt. Ja. Und ich meine, logisch, dass dieser Stein irgendwie, also dass man irgendwie auch den Kugelfisch durchbringen muss. Und ja, das sind so obvious Dinge. Da ist schon wieder Greg, der alte Gauner, ja. Den mag ich, ich mag ihn eigentlich, aber irgendwie wirkt er so, als wäre er böse auf die Fische. Aber okay. Ja, ich kann damit leben. Ich kann damit leben. Die ersten 10 Minuten habe ich das Finale aufgenommen und bin aus dem ersten Aquarium nicht rausgekommen, weil ich mir dachte, wenn aus diesem Rohr Wasser runterkommt in das Becken, dann werde ich sicher nicht dieses Wasser. Schau, wie schnell der Position wechselt. Aber wir haben jetzt unseren Freund. Und dann habe ich irgendwie aus dem Aquarium, aus dem ersten nicht herausgefunden und habe deswegen dann die ganze Zeit versucht, mit Greg zu kommunizieren oder irgendwas. Und im Endeffekt, ja, hat es alles nichts gebracht. War alles für ein Hugo. Und deswegen habe ich dann die ersten Teile dieser Aufnahme dann wieder neu gemacht. Und somit habe ich mir echt viel Zeit erspart. So, warte. Schiebt es ein bisschen zur Seite, dann kann man da auch noch reinschwimmen als Kugelfisch. Das ist nämlich das, was wir wollen. Hallo, moin. Und dann habe ich, wie gesagt, mit dem Greg gespielt. Also habe ich versucht, den Greg zu beeindrucken oder keine Ahnung. Oder vielleicht, dass er wütend wird auf uns und dann das Glas schlägt und wir rauskommen oder irgendwie sowas. Aber es war dann nicht so. Und im Endeffekt habe ich dann herausgefunden, dass ich einfach nur ja, in das Rohr rein muss. Also die einzig offensichtliche Variante. Ich habe meine Freunde eingesperrt, oder? Kommt raus, Freunde. Wir machen doch nur Spaß. So. Okay. Es ist Zeit für Reich. Wir müssen die Juden ausrotten. Was? Nein. Das ist von South Park, sorry. So.
Und zwar kommt jetzt die Rollenmission des Kugelfischs. Ich finde den Kugelfisch immer noch den coolsten. Also, actually, ich meine, sicher ist der Segler cool, aber der Segler ist anstrengend, weil das Fliegen einfach gigaschwer ist teilweise. Und dann auch gar nicht so useful, aber schau, er kann einfach sehr weit rollen mit dieser Kugel. Und das ist schon ziemlich lustig. Muss man schon zugeben. So, gucke mal da, wer hier ist. Yep, euer Freund, der Kugelfisch. So. Und mit den anderen beiden müssen wir da jetzt reinspringen in den Container. Also, das ist cool. Guck, stell dir vor, dein Freund, der Kugelfisch, holt dich einfach ab mit seinem Putzcontainer-Auto. Das ist schon cool, oder? Okay. Ich habe oft den Fehler gemacht, dass ich zu weit gehüpft bin und deswegen habe ich mir dann vorgenommen, dass ich da mir Zeit lasse. Ich glaube, ich weiß schon, was zu tun ist. Also, ich bin so lustig, also wie wenn ich das noch nie gespielt hätte. Nein, ich weiß, ab dem Zeitpunkt, wo ich das nicht mehr weiß, weil dann mein Vater reingekommen ist und ich dann ihnen helfen musste, da kann ich es dann nicht mehr sagen. Aber, oh, sorry. Aber bis dahin ist noch alles möglich. So. Okay, das Rad kann man absichtlich nicht rausnehmen, weil das wäre ja irgendwo auch doof. Das kann ich euch dann noch sagen, wieso das so doof wäre. Aber wir müssen auf jeden Fall mit dem Kugelfisch da nämlich eine Lade, also eine Öffnung aufmachen. Zwei Kugelfisch, kommst du? Goldfisch, kommst du bitte? Danke. So, also, Kugelfisch muss quasi erstmal, oh ey, sorry, das habe ich verkackt. Das ist ein cooles Minigame, das aber echt schwer zu verstehen ist, ehrlich gesagt. So, mit dem Piranha muss ich jetzt da rein. Ja. Und das war es aber jetzt im Endeffekt. Den kann ich da einsperren. Aber nicht den Goldfisch. Nur den Piranha. So, du kommst jetzt nochmal raus. Und du lässt ihn runter. So. Dann kommen wir hier hin. Machen den Goldfisch rein. Das ist jetzt nämlich, der muss nämlich auf eine Außenmission jetzt reisen. Und seine Mutter stützlich machen, ja, glücklich machen. So. Ich muss ein bisschen Tee trinken, weil mein Hals immer noch nicht ganz gut ist. Fragt mich nicht, wie lange das schon geht. Das geht schon zu lange, um es zu kapieren. So. Mit dem Piranha kann man das Rad drehen und somit den Goldfisch ein bisschen anheben. Schau. Hallo, ich bin ein Goldfisch. Ich kann da jetzt nach oben schwimmen. Genau. Und dann muss ich mich da irgendwie festhalten, ja. Jetzt kann ich nämlich da das Wasser wieder zudrehen. Und dann kommt mein Freund, der Goldfisch, eine Etage tiefer. Jetzt kann der aber nicht vorbei. Das heißt, was machen wir? Wir drehen das Wasser wieder auf. Jetzt kann der Goldfisch da durch. Das kann er sich nicht holen, weil er nicht so weit springen kann. So. Und jetzt ist er da in diesem Raum. Warte mal, was muss ich hier nochmal machen? Ach, warte. Das Ding wegschieben, genau. Hehe, ups. Das kann man jetzt auf die Seite machen und dann kann man da rein. Ja. Und da sind wir auch schon relativ, sind wir gar nicht mehr so weit davon entfernt, wo ich war. Schauen wir, hier haben wir schon unseren vierten Freund gefunden.
Und jetzt müssen wir quasi nur noch. Warte. Wir müssen mit den anderen aufschließen. Ja? Also. Also da zu denen kommen quasi. Aber um das zu erreichen. Fliegen wir eine Runde. Um das zu erreichen. Um das zu erreichen. Das Problem ist, dass die anderen Fische eine Falloff blockieren. What the fuck war das? Ah, das ist so dumm. Um das zu erreichen, fliegen wir eine Runde, genau. Und machen den anderen die Türe mehr oder weniger auf. So. Und bam. Jetzt müssen die schon kommen, genau. Alles gut. Alles gut, 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 gut. Und jetzt haben wir sie. Jetzt machen wir noch mit dem Piranha dieses Türchen auf. So. Und das war es im Endeffekt auch schon. Jetzt sind alle vier Fische vereint. So, Goldfisch, du machst nur noch deinen Freunden die Türe auf. Aber wo sind die anderen zwei? Haben die keinen Bock? Die haben keinen Bock, nein. Ups, okay, das heißt, wir müssen jetzt nochmal die Türe öffnen. Dass die anderen jetzt da noch rüberschwimmen. So, wir haben alle. Gut. Und dann geht's weiter ins Traumland. Oh. Ups, einer. Dann Goldfisch. Zwei. Dann noch den Kugelfisch. Wulp. Drei. Und noch mein guter alter Fliegefisch. So. Das war knapp. Okay, und so weit war ich fast. Also ein bisschen weiter war ich dann noch. Aber im Endeffekt, ups, habe ich das relativ schnell geschafft, was ich gar nicht mehr so schnell in Erinnerung hatte. Aber gut, ich habe auch echt lang gesucht, wie es weitergeht. Ich habe echt lang nachgesehen, ja. Vor allem für dieses Ding, wo man jetzt den Flugfisch befreit hat, quasi. Habe ich wirklich eine Ewigkeit gebraucht. Schau mal, der ist aggressiv. Was ist mit ihm? Hast du einfach sein Leben oder? Kennt er uns als Fische gerade wieder und hasst uns und verflucht uns? Das ist. Stop the fish. Must stop the fish? Oha. Der hasst uns. Also das heißt. Es ist so eine Art Endgegner jetzt geworden. Okay. Da sind wir, glaube ich, rausgekommen. Ich glaube, dass wir hier irgend noch ein Gitter hatten. Und ich glaube, das müssen wir mit dem Piranha machen. Irgendwo im Boden, ja, genau. Ja, schön, dass ich das alles weiß. Bernie, das ist ja gar nicht mehr lustig, wenn du dann von allem schon eine Ahnung hast. Ja, ich meine, teilweise vielleicht eh. Aber ich habe auch sehr oft gefettfingert, also ich habe oft R gedrückt statt W oder so. Und dann habe ich echt oft das Spiel resettet. Ich ganz ehrlich, ich war schon so müde und so fertig, da konnte ich echt nichts mehr. Also, da war Rambazamba in dem Gelände, Rambazamba, ja. So, jetzt habe ich meinen Tee leer getrunken, jetzt seid ihr befreit von dieser Last. Muss nur schnell gucken. Wir nehmen 24 Minuten auf. Tatsächlich möchte ich vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich das splitten sollte. Ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt einen kleinen Cut setze. Und dann sehen wir auch schon beim nächsten Mal. Sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder, ne? Okay. Danke fürs Zusehen. Ciao.